Panzer auf Moskaus Straßen. Die Welt hält den Atem an. Es ist August 1991. Kommunistische Hardliner haben den Kreml-Chef Gorbatschow gestürzt, ihn an seinem Urlaubsort isoliert. Ihr Arschlöcher, ihr werdet das Land und euch selbst in den Abgrund stürzen, sagte ich zu ihnen. Ausgerechnet Gorbatschows Rivale Boris Jelzin eilt ihm zur Hilfe und ruft die Bevölkerung zum Widerstand gegen die Putschisten auf. Ein Kampf auf des Messers Schneide. Der Westen befürchtet die Wiedergeburt des Kalten Krieges. Das Schicksal des sowjetischen Präsidenten bleibt ungewiss. Wir erwarten, dass die persönliche Unversehrtheit Michail Gorbatschows garantiert wird. Nach 3 Tagen ist der Putsch gescheitert. Doch die russische Augustrevolution hat die Sowjetunion in Trümmer zerlegt und das kommunistische System endgültig zerschlagen. Die Ära Gorbatschow ist zu Ende. Die Weltmacht Sowjetunion ist flächenmäßig das größte Land der Erde. Viele der 15 Teilrepubliken streben nach Eigenständigkeit. Georgien versucht, seine Ketten zu sprengen. In Kirgisien, Usbekistan und Aserbaidschan wüten Nationalitätenkonflikte. Und auch die Ukraine fordert Selbstbestimmung. Die Ostseerepubliken Estland, Lettland und Litauen wollen sogar die völlige Loslösung von der Sowjetunion. Moskau reagiert im Januar 1991 schließlich mit einem Militärschlag gegen die Freiheitsbewegung im Baltikum. Wir erwarteten einen Putsch der Hardliner in Moskau, das heißt die Entscheidungsschlacht. Entweder wir oder sie. Wir waren überzeugt, wenn sie verlieren, würde das ganze Sowjetsystem zusammenbrechen und Geschichte. Went out from history. Nicht nur der Zerfall der Union droht. Die konzeptionslosen Reformbemühungen Gorbatschows haben die Wirtschaft ruiniert. Viele Sowjetbürger kämpfen mit Hunger und Not am Rande des Existenzminimums. Das Land bewegte sich auf den Abgrund zu. Es gab keine Lebensmittel. Wir wurden der Kriminalität nicht mehr Herr. Die politische Führung brachte nichts als endloses Palaver hervor. Uns Militärs war klar, dass dies zur großen Katastrophe führt. Gorbatschow verliert zunehmend seine Autorität. Auch seine Drohung, hart durchzugreifen, ändert nichts. Als Diktator taugt er nicht. Die Sicherheit des Staates und das gesellschaftliche Leben sind in Gefahr. Es ist nötig, den Ausnahmezustand oder das Präsidentenrecht zu verhängen. Es sind die Deutschen, die am meisten nach Russland schicken und spenden. Der Dank und die Demut der Empfänger geht aber auch einher mit ihrer Demütigung. Das Land versinkt in Armut, Anarchie und Agonie. In der Teilrepublik Russland setzen die Menschen auf Boris Jelzin. Von Gorbatschow einst politisch ausgestoßen, ist er inzwischen sein ärgster Rivale. Er stellt auch die größte Gefahr für die Hüter des sowjetischen Zentralstaates dar. Von den 15 Teilrepubliken der Sowjetunion ist Russland mit Abstand die größte und mächtigste. Gegen den Willen Gorbatschows setzt Jelzin in Russland eine freie und demokratische Wahl des Präsidenten durch und gewinnt sie haushoch. Seine Macht wächst. Seinen Eid leistet er noch auf die Verfassung der Russischen Sowjetischen Sozialistischen Republik. Seine Wahl signalisiert den Wandel. Gorbatschow muss ihm zähneknirschend gratulieren.
Die erzwungene Kooperation mit Jelzin wechselt sich ab mit Konfrontation. Sowjetunion gegen Russland. Eine große Konkurrenzsituation entstand. Jelzin war jetzt vom russischen Volk gewählt. Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion nur vom Parlament. In der Regierungsdatscha vor den Toren Moskaus versucht Gorbatschow, den Zentralstaat und damit auch sein eigenes Amt zu retten. Die Sowjetunion soll eine völlig neue Rechtsgrundlage bekommen, ihre Republiken freier und unabhängiger werden, die Zentrale in Moskau soll Macht abgeben. Doch die Verteilung der Kompetenzen bleibt unklar und somit strittig. 6 der 15 Republiken weigern sich, an den Verhandlungen überhaupt teilzunehmen. Gorbatschow und die Republikführer verwerfen zahlreiche Entwürfe des neuen Unionsvertrages. Es wird endlos nachgebessert und verwässert. Gorbatschows eigene Mitstreiter wie Ministerpräsident Pawlow und KGB-Chef Krutschkow, ein scheinbar besonders enger Vertrauter, sowie Innenminister Pugo und Verteidigungsminister Jasow stellen sich gegen den Vertrag. Hinter Gorbatschows Rücken plant KGB-Chef Krutschkow schon heimlich die Entmachtung des geschwächten Präsidenten. Der Zerfall der Union soll um jeden Preis gestoppt werden. Die Kluft zwischen den kommunistischen Systembewahrern und den Freiheitskräften wird immer feindseliger. Gorbatschow ist ein Getriebener, kein Gestalter mehr. Der Druck auf mich war sehr groß, den Ausnahmezustand zu verhindern. Diese Forderungen kamen immer wieder auf. Die späteren Putschisten haben einiges von mir verlangt, aber als Präsident hatte ich meine eigenen Standpunkte. In der Residenz des US-Botschafters geht im Juni 91 ein Anruf des Moskauer Oberbürgermeisters Popow ein. Er bittet dringend um ein persönliches Treffen mit dem Hausherrn. Der Botschafter empfängt ihn kurz darauf. Gavril Popow schob mir während unseres Gesprächs einen Zettel zu mit der Warnung, dass der Sturz Gorbatschows beschlossene Sache sei. Er bat uns, Jelzin umgehend davon zu unterrichten, der gerade zu Besuch in den USA war. Popow ging es also nicht in erster Linie darum, uns zu warnen, sondern Jelzin. Der Botschafter und ich wussten so gut, dass das Gebäude vom KGB abgehört wurde. Matlock schob mir den Zettel zurück mit der Frage, wer steckt dahinter? Ich schrieb die Namen auf, unterstrich die Worte, dringend an Jelzin. Denn ich war davon überzeugt, dass Jelzin als frei vom Volk gewählter Präsident Russlands die eigentliche Zielscheibe der Hardliner war und nicht Gorbatschow. Matlock las den Zettel wieder, gab ihn mir zurück und ich zerriss ihn dann. Matlock informiert umgehend den amerikanischen Präsidenten und den Außenminister, die sowohl Jelzin als auch Gorbatschow warnen wollen. Im Juni 1991 war ich in Berlin auf einer Konferenz mit dem sowjetischen Außenminister Bismertnich. Bob Pearson, Organisationschef in meinem Ressort, eilte zu mir in den Konferenzraum und gab mir eine chiffrierte Eilmeldung der höchsten Dringlichkeitsstufe, dass offensichtlich ein Putsch gegen Gorbatschow bevorstehe. Höchste Geheimhaltungsstufe. Niemand in Berlin außer dem sowjetischen Außenminister soll davon erfahren. Auch die westlichen Verbündeten nicht. James Baker bat mich, ich sollte alles stehen und liegen lassen und unauffällig in sein Hotel kommen. Ich fuhr also hin. Wir vereinbarten, dass er seinen Botschafter in Moskau instruiert, die Warnung Gorbatschow persönlich zu überbringen. Ich sollte dafür sorgen, dass der Botschafter sofort zum Kreml-Chef vorgelassen würde. Botschafter Matlock bekommt den Termin. Die Quelle kann er nicht nennen, sonst würde er den Moskauer Oberbürgermeister gefährden.
Die Putschwarnung quittierte Gorbatschow mit einem Lachen, wandte sich dann an seinen engsten Mitarbeiter, Tschernajew, sagte sowas wie, ach, diese naiven Amerikaner. Zu mir sagte er, richten Sie Ihrem Präsidenten aus, dass ich seine Fürsorge schätze, da sie belegt, wie gut unser Verhältnis inzwischen ist. Um Gorbatschow ist es einsam geworden. Er balanciert zwischen den Fronten. Den Hardlinern in seiner Regierung verspricht er, drastisch durchzugreifen und lässt einmal auch Militärfahrzeuge in Moskau auffahren. Er verhängt sogar ein Demonstrationsverbot, an das sich jedoch keiner hält. Einschüchterungsversuche, die gegen die Jelzin-Anhänger gerichtet sind. Denn Pro-Gorbatschow-Demos gibt es nicht. Am 4. August fliegt er in den Urlaub, was eher einer Flucht gleichkommt. Gorbatschows Urlaubsantritt ist für die Putschisten der Startschuss für die heiße Phase ihrer Vorbereitungen, mit oder notfalls gegen Gorbatschow die Unterzeichnung des neuen Unionsvertrages zu verhindern. Hauptdrahtzieher ist Wladimir Krutschkow, Chef des Geheimdienstes KGB. Gorbatschow sollte unserem Kurs einfach nicht mehr im Wege stehen. Die Verschwörung beginnt in einem abgeschirmten KGB-Objekt im Südosten Moskaus, einen Tag nach Gorbatschows Abflug in den Urlaub. Krutschkow hat eine fünfköpfige, ranghohe Gruppe Gleichgesinnter aus Regierung und Partei hierher gerufen. Die Aufgabe, die wir uns zunächst stellten, lautete Lokalisierung der Unruheherde im Land. Krutschkow und ich stellten eine dreiköpfige Gruppe zusammen. Zwei KGB-Leute und ein Militär. Ich entsandte den Befehlshaber der Luftlandetruppen, Gratschow, in diese Gruppe. Nachdem ich zu Jasow gerufen worden war, fragte ich ihn, wie lautet der Auftrag? Er sagte, man wird dir im KGB alles erklären. In jener Zeit war selbst für kampferprobte Militärs wie mich etwas furchterregend, das KGB-Gebäude zu betreten und zum Chef der Staatssicherheit zu gehen. Wie von Krutschkow befohlen, fährt Gratschow am nächsten Tag zum Treffpunkt mit den beiden KGB-Männern. Welchen Auftrag er konkret bekommen wird, weiß er immer noch nicht. Er lässt seinen Wagen stehen und steigt bei ihnen ein. Sie fahren nach Maschkino, außerhalb von Moskau, in eine abgeschiedene KGB-Villa im Wald. Ich fragte die beiden Hand aufs Herz, geht es hier um einen Umsturz? Ja, sowas Ähnliches. Drucksen sie herum. Am Schwarzen Meer fällt zur gleichen Zeit der ahnungslose Gorbatschow an seiner Rede zur feierlichen Unterzeichnung des Unionsvertrages. Die Hauptverschwörer treffen sich ein zweites Mal im KGB-Objekt im Südosten Moskaus. Gastgeber Krutschkow bittet die Männer zum Gespräch in einen separierten Pavillon. Bis zur geplanten Unterzeichnung des Vertrages sind es nur noch 3 Tage. Wir berieten an jenem Samstag in der Lounge. Das waren Ministerpräsident Pavlov, Krutschkow, ich, General Brennikow, mein Stellvertreter Atschalow, Gorbatschows Bürochef Boldin und einige andere. Die Runde beschließt, eine Delegation zu Gorbatschow ans Schwarze Meer zu schicken. Schon am nächsten Tag soll sie abreisen. Gorbatschow soll eine letzte Chance bekommen. Ungeachtet dessen, ob er ihre Linie unterstützen wird oder nicht, hat Krutschkow bereits die Abschaltung der Telefone in der Urlaubsvilla des Staatschefs angeordnet. Wir wollten bis zum Schluss, dass Gorbatschow Maßnahmen ergreift, mit denen die Lage im Land korrigiert und das Auseinanderbrechen der Sowjetunion abgewendet würde. Die Reise der Delegation sollte noch ein Versuch sein, ihm klarzumachen, dass diese Maßnahmen unaufschiebbar sind. Am nächsten Tag trifft die Delegation in Faros ein, wenige Kilometer von Jalta entfernt. Hier verbringt Gorbatschow seit 3 Jahren seinen Urlaub. Geleitet wird die Delegation von Oleg Bakhlanow, dem Chef der sowjetischen Rüstungs- und Raumfahrtindustrie. Begleitet wird er von Oleg Schenin, Kaderchef der Kommunistischen Partei,
General Varenikow, Befehlshaber der sowjetischen Bodentruppen, und Gorbatschows Bürochef Valeri Boldin, der sogar ein Freund der Familie des Präsidenten ist. Juri Plechanow, Vorgesetzter von Gorbatschows Wachpersonal, ist sozusagen der Türöffner. Gorbatschow ist völlig überrumpelt und anfangs auch erschrocken über den überraschenden Besuch. Die fünf Männer haben den unterschriftsreifen Ukas zur Einführung des Ausnahmezustandes dabei. Die Stunde der Entscheidung ist gekommen. Gorbatschow berät sich zunächst mit seiner Familie, bittet die Delegation dann in sein Arbeitszimmer. Zuvor hat er versucht, den KGB-Chef in Moskau zu erreichen und festgestellt, dass die Leitungen tot sind. Hätten, wie vorgesehen, nur 7 oder 8 der 15 Republiken den Vertrag unterschrieben, so wäre damit das Ende der Sowjetunion besiegelt worden. Das konnten wir nicht zulassen. Ich sagte zu Ihnen, ich kenne die Lage im Land genauso gut wie ihr. Lasst es die Parlamente klären. Deren Entscheidung werden wir dann befolgen. Gorbatschow lehnt es kategorisch ab, den Ukas zu unterschreiben. Die Delegation informiert ihn darüber, dass in Moskau schon ein Notstandskomitee gebildet worden sei. Falls ihr meint, dass ich meine Vollmachten abgeben sollte, so überbringt denen, die euch geschickt haben, dass ich auch dazu nicht bereit bin. Die Gruppe versucht nun, Gorbatschow zu überreden, mit nach Moskau zu fliegen und die Dinge dort zu klären. Er sagte, ich kann nicht fliegen wegen meines Hexenschusses. Gleichzeitig sagte er, und daran erinnere ich mich sehr genau, selbst wenn man mir ein Bein abnehmen müsste, würde ich zur Unterzeichnung des Unionsvertrages fliegen. Jetzt aber kann ich nicht fliegen. Macht ihr in Moskau, was ihr wollt. Es wird behauptet, dass Gorbatschow die Delegation mit Kraftausdrücken beleidigt und dann rausgeworfen habe. Sicher ist, nach rund einer Stunde in seinem Arbeitszimmer gibt er allen zum Abschied freundlich die Hand. Ich musste Ihnen, weil Sie ja alle mit mir in der Führung des Landes saßen, bis zum Schluss Respekt entgegenbringen. Gespannt warten die anderen Verschwörer im Kreml auf die Rückkehr der Delegation. Inzwischen hat Krutschkow auch Gorbatschows Stellvertreter zu der Geheimsitzung gebeten. Gennadi Jenajew, den Vizepräsidenten der Sowjetunion, weiht er erst jetzt in die Pläne ein. Fast die ganze Regierung sowie Militär- und KGB-Führung versammeln sich im Büro des Ministerpräsidenten Pawlow. Sogar der Vorsitzende des sowjetischen Parlaments ist anwesend. Baglanow und Schenin trugen vor, dass Gorbatschow geflucht habe. Was habt ihr euch da ausgedacht mit dem Ausnahmezustand? Habe er gefragt. Aber Sie selbst haben doch davon gesprochen, dass er notwendig wäre, hätten Sie erwidert. Darauf Gorbatschow, von wegen habe ich das getan. Erst nach Mitternacht und viel Diskussion beschließen sie seine Absetzung. Janajew als Vizepräsident sollte als erster unterschreiben. Er las die Erklärung, überlegte und sagte dann, ich werde dieses Dokument nicht unterschreiben. Dann unterschrieb er doch. Angst wird dabei wohl auch eine Rolle gespielt. Um 4 Uhr morgens des 19. August tritt der Ausnahmezustand in Kraft. Es rollen mehr Panzer und Militärfahrzeuge in Moskau ein als bei der Einnahme Berlins 1945. Ein Bürgerkrieg droht. Boris Jelzin hält sich an diesem schicksalshaften Montagmorgen noch auf seiner Datscha bei Moskau auf. Rasch ruft er seine Regierungsmannschaft zusammen, die in der gleichen Siedlung wohnt. Sie verfassen einen flammenden Aufruf an das russische Volk, Widerstand zu leisten. Wir überzeugten Jelzin, für Gorbatschow einzutreten. Das war anfangs für Jelzin und unsere Anhänger schwer verständlich. Doch damit stellten wir das Notstandskomitee außerhalb des Gesetzes. Alle persönlichen Animositäten zwischen Gorbatschow und Jelzin mussten jetzt beiseite geschoben werden, um den Putschisten die Stirn zu bieten.
Das Weiße Haus in Moskau wird zum Hort des Widerstandes gegen das sogenannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand. Hier ist die Machtzentrale Jelzins und auch der Sitz des russischen Parlaments. Jelzin rief mich gleich morgens an. Wir kannten uns inzwischen ganz gut. Er sagte, dass er das Komitee bekämpfen werde und fragte, ob ich gegen ihn vorgehen würde. Das habe ich verneint. Die Putschisten haben nicht nur die Armee und die Truppen des Innenministeriums mobilisiert, sondern auch die KGB-Elite-Kampfeinheit Alpha. Einen Teil dieser Spezialeinheit hat der KGB-Chef zu Jelzins Datscha abkommandiert. Die Elitekämpfer sollen Jelzin und seine Leibwächter zunächst nur observieren. Die Alpha-Führung selbst war an der Datscha im Einsatz. Alles war vorbereitet. Doch es gab letztlich keinen Befehl zum Zugriff. Vorbei an den Panzern gelangt Jelzin unbehelligt zum Weißen Haus. Ein Assistent stürmte in Jelzins Büro und rief: Einige Panzerführer, die uns umstellt haben, sind ausgestiegen und unterhalten sich oben auf dem Panzer mit den Bürgern. Kaum hatte Jelzin diese Information vernommen, sprang er auf und rief: Ich gehe dahin. Ich wandte ein: Wie? Dahin? Die Lage ist doch viel zu unübersichtlich und gefährlich. Doch er ließ sich nicht abbringen und hatte damit recht. Diese Fernsehbilder gingen sofort um die Welt, wurden ständig wiederholt. Diese Bilder haben die Entschlossenheit des Notstandkomitees entscheidend geschwächt. Es ist ein historischer Moment russischer Geschichte und Jelzins Sternstunde. Gorbatschow ist weit weg und zur Passivität verurteilt. Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine verlässlichen Informationen, wie es ihm geht und wo genau er sich aufhält. Das Militär hat den strikten Befehl, nicht zu schießen. Doch allein seine Präsenz treibt die Emotionen, die Ängste, den Mut in ungeahnte Höhen. Das Komitee demonstriert Entschlossenheit mit Verlautbarungen. Die Öffentlichkeit wird darüber informiert, dass Janajew die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernommen habe. Gorbatschow sei krank. Der weltweite Fokus konzentriert sich auf den Widerstand in Moskau und Leningrad. Dem Westen bleibt nur die Hoffnung auf einen guten Ausgang. Nun, ich war Stallwache in Bonn. Helmut Kohl war am Wolfgangsee, der Außenminister in Salzburg. Wir waren natürlich schon von diesem dramatischen Vorgang, Putsch gegen den Staatschef der Sowjetunion, beunruhigt und auch in Sorge. Alle führenden westlichen Regierungschefs brechen sofort ihren Urlaub ab. Clearly it's a disturbing development, no question about that. I will be consulting our friends and allies over the next few hours. Wir fordern die sowjetische Führung auf, alle internationalen Verträge und Vereinbarungen strikt einzuhalten. In den neuen Bundesländern stehen noch fast 300.000 sowjetische Soldaten. Ihr vollständiger Abzug aus dem gerade wiedervereinigten Deutschland ist erst für 1994 vertraglich vorgesehen. Werden sie jetzt doch nicht abziehen, obwohl die Verträge schon unter Dach und Fach sind? In Moskau hofft Ex-DDR-Staatschef Erich Honecker auf neue, alte Zeiten. Er war im März 1991 vor den deutschen Strafverfolgern in die sowjetische Hauptstadt geflüchtet. Die westlichen Regierungszentralen senden vor allem Appelle, eine Eskalation zu vermeiden. Die westliche Reaktion hat eigentlich keine Rolle gespielt. Die Entscheidungen lagen ja auf der Straße und lagen bei Jelzin und beim Zusammenstoß zwischen Militärs, wenn er gekommen wäre, und der Bevölkerung.
Die Putschisten bleiben unsichtbar. Erst am späten Nachmittag treten sie vor die internationale Presse. Das sogenannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand besteht offiziell aus 8 Mitgliedern. Die beiden mächtigsten, der KGB-Chef und der Verteidigungsminister, erscheinen nicht, weil sie die Lage in Moskau steuern wollen. Wir müssen alles tun, um das Land aus der Lage herauszuziehen, in die es geraten ist. Gewalt gegen die Bevölkerung hatten die Putschisten nicht für nötig gehalten. Mit diesem Widerstand hatten sie nicht gerechnet. Nun aber stehen sie vor einer veränderten Lage. Sie beteuern weiter, dass niemals geschossen werden würde. Am Weißen Haus haben sich inzwischen mehrere 10.000 Menschen versammelt. Es geht um alles. Doch für einen bewaffneten Widerstand reichen die Mittel nicht. Die Verteidiger würden bei einem Angriff auch ihren Präsidenten Boris Jelzin nicht schützen können. Mein Junge kam zu uns ins Weiße Haus und bat uns, ihm eine Waffe zu geben. Wir sagten zu ihm, du bist zu klein, geh wieder heim. Das kann ich nicht, erwiderte er. Wieso nicht? Meine Oma hat mich geschickt. Sie sagte, Opa ist im Krieg gefallen, dein Vater ist auch tot, jetzt bist nur noch du da. Geh und kämpfe. Operation Donner. Im Büro des stellvertretenden sowjetischen Verteidigungsministers treffen sich um 14 Uhr des zweiten Putschtages 5 hohe Militärs. Auf dieser Sitzung entwarfen wir den Plan. Die Eliteeinheit Alpha sollte einen Korridor schaffen. Die Truppen des Innenministeriums sollten das Weiße Haus einnehmen. Wir besprachen auch, wer festgenommen werden müsste. Der Widerstand wächst. Zur zahlenmäßig größten Demonstration versammeln sich die Bürger von Leningrad. »200.000 folgen dem Aufruf ihres Bürgermeisters. In Moskau erwarten die Verteidiger in der zweiten Nacht den Sturm auf das Weiße Haus. 3 Uhr morgens, so lauten die Gerüchte. Die improvisierten Barrikaden sind für die Eliteeinheit Alpha und die Truppen des Innenministeriums kein ernstes Hindernis. Noch ist es ein Nervenkrieg und kein Bürgerkrieg. Es war alles vorbereitet, aber es kam nie ein Angriffsbefehl. Zwischen 22 Uhr bis etwa 2 Uhr morgens warteten wir kampfbereit in unseren Stellungen. Hinterher gaben einige Kommandeure an, sie hätten den Befehl verweigert. Richtig ist, dass einige im Planungsstadium mit Erfolg versucht haben, die militärische Führung zu überzeugen, dass ein Angriff einem Massaker gleichkäme. Einen Sturmbefehl hat es letztlich nie gegeben, somit auch keine Befehlsverweigerung. Und dann gibt es doch Tote. Was wie ein Angriff auf das Weiße Haus aussieht, war in Wirklichkeit keiner. Die Panzerfahrer haben den Auftrag, nur zu patrouillieren. Einige rollen in einen Tunnel und stecken bald fest. Einige mutige Demonstranten klettern auf die Panzer oder werfen Decken auf die Seeschlitze, um den Fahrern die Orientierung zu nehmen. Eine Besatzung gibt Warnschüsse ab. Die Panzerfahrer haben nur ein Ziel, raus aus der Falle. Befeuert von ihrem Erfolg gehen die Demonstranten zu weiteren Angriffen über. Der verhängnisvolle Befehl an die Panzerfahrer zu patrouillieren, wird von den Bürgern als Aggression und Bedrohung aufgefasst. 3 junge Männer sterben. Sie waren von den Panzern abgerutscht oder wurden durch Querschläger getötet.
Als ich von den Toten erfuhr, gab ich sofort das Kommando zum Abzug der Truppen. Einen Befehl zum Sturm hat es nicht gegeben. Nachdem wir die Lage um das Weiße Haus erkundet hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass wir die Mengen dort nicht auseinanderjagen. Jelzin hat sich mittlerweile im Keller des Weißen Hauses verschanzt. Bei ihm der Moskauer Oberbürgermeister. Wir berieten uns. Jelzin griff dann zum Telefon. Er hatte eine direkte Regierungsleitung zum KGB-Chef Kruchkov. Dieser versicherte ihm, dass nicht gestürmt würde. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte Jelzin zu mir: Wissen Sie, ich glaube, er hat gegen mich verloren. Bei den Putschisten bricht Panik aus. Wenn der Staatsstreich scheitert, droht ihnen die Todesstrafe. Für 2 Uhr morgens ist eine weitere Sitzung anberaumt. Jasow hält mich an der Bürotür auf und sagt: Geh du dahin und richte ihnen aus, dass ich aus dem Spiel aussteige. Kruchkov hat das Putschkomitee in seinen Amtssitz gebeten. Es gibt Streit. Der Chef der Rüstungsindustrie, Aljek Baklanow, sowie Aljek Schenin, Kaderchef der Kommunistischen Partei, fordern einen Militäreinsatz. Bei dem Streit im Büro von KGB-Chef Kruchkov warfen sie uns vor, wir Militärs würden keine Initiative zeigen. Wir hätten Gorbatschow und Jelzin verhaften sollen. Dem Volk hätten wir zeigen müssen, was sie mit dem Land gemacht haben. Und wir hätten sie vor Gericht stellen sollen. Den Abzugsbefehl will der harte Kern der Putschisten am nächsten Morgen wieder rückgängig machen. Noch sei nichts verloren. Wieder hat Verteidigungsminister Jasow seinen Stellvertreter zum Komitee geschickt. Die brachen die Sitzung ab, fuhren zu Jasow und versuchten, ihn umzustimmen, hatten aber keinen Erfolg. Offenbar in Verzweiflung machen sich 4 Putschisten auf den Weg zu Gorbatschow. Fast gleichzeitig schickt auch Jelzin eine Delegation zum sowjetischen Präsidenten, allerdings um ihn zu befreien. Gorbatschow hat weder Kruchkov noch Jasow oder mich empfangen. Eigentlich war es von vornherein eine sinnlose Reise. Nach 72 Stunden ist der Albtraum für Gorbatschow und seine Familie zu Ende. Ich hatte keine Telefonverbindungen mehr, war zu Wasser und zu Land eingeschlossen. Das heißt, wir waren völlig isoliert. Alexander Rutzkoi, Jelzins Stellvertreter, leitet die Befreiungsaktion. Als ich die Urlaubsvilla betrat, war ich mit meinen Leuten bewaffnet. Denn es war immer noch alles unübersichtlich. Wir hatten ja gerade den drohenden Sturm auf das Weiße Haus hinter uns. Und dann fahren wir zum Präsidenten, der unter Arrest steht. In die Maschine, mit der ich Gorbatschow und seine Familie zurück nach Moskau brachte, setzte ich auch den KGB-Chef Kruchkov sozusagen zu unserer Sicherheit, damit dessen Leute das Flugzeug nicht angreifen. In die zweite Maschine setzten wir die anderen Putschisten. Gorbatschow kehrt in ein verändertes Land zurück. 3 Tage sind vergangen, die ihn den größten Teil seiner Macht gekostet haben. Ein Zustand, den er nur schwer realisieren kann. Seine politische Zeit ist abgelaufen. Die ersten Verhöre der Putschisten werden von den Ermittlern entgegen rechtsstaatlichen Prinzipien an die Presse verkauft. Innenminister Pugo entzieht sich seiner Verhaftung. Als ehemaliger KGB-Chef in Lettland hat er vermutlich seine Exekution erwartet. Er erschießt erst seine Frau, dann sich.
Die neue Zeitrechnung markiert nicht nur den kollektiven Aufbruch, sondern auch den Beginn der Abrechnung. Ovationen für den Sieger Boris Jelzin, auf den die Russen millionenfache Hoffnungen auf ein besseres Leben projizieren. Als sichtbarstes Zeichen dieser historischen Zäsur erklärt Jelzin die alte weiß-blau-rote Trikolore wieder zur Nationalflagge. Russland ist wieder auferstanden. Die Sowjetunion hat am 22. August 1991 faktisch aufgehört zu existieren. Denn der Putsch besiegelte ihr Ende, machte den Weg unumkehrbar. Nur Gorbatschow hält noch an Vergangenem fest. Am gleichen Tag verspricht er, bis zum Schluss für die Erneuerung der kommunistischen Partei zu kämpfen. Wir waren ehrlich gesagt etwas geschockt, als wir diese Worte hörten. Er hatte offensichtlich völlig verkannt, was die Bürger nach dem Putsch wollten. Sie wollten die kommunistische Partei weghaben. Sie wollten auch nicht ihre Erneuerung, sondern ihr Ende. Diese Aussage war kein Fehler. Ich wollte auf dem Sonderparteitag im November 91 mit der Parteireform beginnen. Immer noch der 22. August. Während Gorbatschow von einer neuen Stärke der kommunistischen Partei träumt, werden im ganzen Land ihre Denkmäler gestürzt. Wie das des KGB-Gründers Dzerzhinsky. Siegesfreude, Siegestaumel, Freiheitsrausch. Auch völkerrechtlich ist die Sowjetunion in ihrer bisherigen Form am Ende. Unmittelbar nach dem Putsch erkennt das Ausland die baltischen Republiken diplomatisch an. Of course, August. Der August 1991 war sicherlich der Durchbruch in unserem Freiheitskampf. Denn danach setzte eine regelrechte Welle der internationalen Anerkennung ein. Gorbatschow will noch nicht aufgeben und den Zentralstaat sowie die kommunistische Partei retten. Doch jetzt rechnet Jelzin mit Gorbatschow ab. Er hat in seinen Augen zu lange mit den Putschisten paktiert. Und er sei es gewesen, der ihnen Macht und Ämter verschafft habe. Jelzin fordert ihn auf, das Protokoll einer sowjetischen Ministerratssitzung zu lesen, in der das ganze Ausmaß des Verrats deutlich wird. Ich habe das noch nicht gelesen, sagt Gorbatschow. Dann lesen Sie es jetzt, befiehlt Jelzin. Eine Demütigung des amtierenden Staatschefs live im sowjetischen Fernsehen. Nein, er hat sich nie entschuldigt. Nach der Sitzung sprachen wir noch kurz allein. Er sagte, ich weiß, dass Sie es nicht gut fanden, wie wir vorgegangen sind. Aber bitte bedenken Sie, dass wir in diesen 3 Tagen des Putsches am Limit waren. Am nächsten Tag tragen die Bürger Moskaus die 3 Putschopfer zu Grabe. Gorbatschow tritt gleichzeitig als Generalsekretär der Kommunistischen Partei zurück, empfiehlt ihr die Selbstauflösung. Die 3 Opfer erklärt er zu Helden der Sowjetunion, obwohl sie für ein freies Russland eintraten. Sie sind die Letzten, die mit der höchsten Auszeichnung der Sowjetunion geehrt werden. Gorbatschow kämpft noch 4 Monate um eine reformierte Restsowjetunion. Auch diesen Kampf verliert er. Sie wird friedlich aufgelöst. Russland tritt die Rechtsnachfolge an. Gorbatschow muss als Präsident zurücktreten. Der Putsch war der entscheidende Auslöser für das Ende der Sowjetunion, für ihre Implosion.
and in its implosion, if you will. Wenn im August 1991 die Wiedervereinigung Deutschlands noch nicht erfolgt gewesen wäre, wir uns noch in Verhandlungen befunden hätten, dann hätte das möglicherweise einen deutlichen Rückschlag gegeben bei unseren Bemühungen. Wir hätten den Resonanzboden wahrscheinlich dann für unsere deutschen Interessen nicht mehr so vorgefunden. Also mit anderen Worten, seien wir froh und glücklich, dass sich diese Zuspitzung der inneren Situation in der Sowjetunion Monate nach der Wiedervereinigung erst ergeben hat. Die Vorstellung des Abzugs dieser 500.000 Soldaten, sozusagen ehrenrührig geradezu aus Deutschland rauszuholen, ja, geschlagen quasi, nicht? Das war enorm schwierig. Das hätten die nur sehr schwer ertragen. Wie sie das geregelt hätten, wie sich das entschieden hätte, weiß man nicht. Aber die Verhandlungspartner in Moskau wären nach einem Sieg der Prozessen für uns natürlich enorm viel schwieriger gewesen. Was für die Deutschen der Fall der Mauer ist, ist für uns der Zusammenbruch des sowjetischen totalitären Imperiums. Leider wird dieses historischen Ereignisses zu wenig gedacht, obwohl es eine weit größere Bedeutung und weit größere Auswirkungen hatte für die Welt. Bis heute gibt es Stimmen, die behaupten, Gorbatschow hätte von den Plänen der Putschisten gewusst. Das kann nach der Faktenlage ausgeschlossen werden. Allerdings hat er aus politischem Kalkül ausgewiesene Reformgegner in seine Regierung etabliert. Und zu lange laviert. Als Gorbatschow in den Urlaub aufbrach, erteilte er den Auftrag, auch mir, Maßnahmen auszuarbeiten, die bei einer Verhängung des Ausnahmezustandes nötig wären, sollte die Gefahr des Auseinanderfallens des Staates drohen. Gorbatschow bestreitet das nicht. Er gab den Putschisten zweifellos das Gefühl, er selbst plane die Verhängung des Ausnahmezustandes. Wir hatten ein Gesetz über den Ausnahmezustand. Der Auftrag lautete, und das war zeitlicher Zufall, auszuarbeiten, wie dieses Gesetz in der Praxis anzuwenden sei. Die Absicht war nicht, ihn morgen zu verhängen oder wenn ich aus dem Urlaub zurückkehre. Im neuen Russland hat die Bevölkerung heute eine zwiespältige Einstellung zum Putsch und zur Augustrevolution. Die hochgesteckten Erwartungen wurden enttäuscht, nicht zuletzt durch die Ausplünderung des Landes durch einige wenige. Die Putschisten wurden alle begnadigt, einige wurden von Wladimir Putin sogar ausgezeichnet. Den Hauptratzieher des Putsches, KGB-Chef Kruschkow, lud Putin sogar zu seiner Amtseinführung als russischer Präsident ein. Hier starben die Verteidiger der Demokratie, Dmitri Komar, Ilya Krichevsky, Wladimir Usow. Verteidiger der Demokratie. Eine Generation später klingt diese Aufschrift auf dem Gedenkstein fast zynisch.